So, jetzt willkommen zurück. Wir waren hier direkt, haben wir unterbrochen im letzten Part. Und wir kämpfen. Hey, bitte Moneten! Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Was ein Spaß. Hat die auch noch einen Smogon, der Bike Arne. Und ich habe keine vernünftigen Pokémon mehr. Glurak hat nur noch 5 KP. Also, ja. User disconnected for Russia. Aber jetzt funktioniert nur bei Teamspeak. Was? User disconnected from your channel. Slimer, was kann ich denn dagegen tun? Ich hab keinen. Ich glaube, der ist kaputt. Dann nimm mal einfach was, weiß nicht. Ja, Glurak ist down. Oh, Dicktree ist wohl noch da. Ja, dann mache ich doch direkt das. Bitte, kann ich direkt angreifen. Weil dann direkt in die Erde buddeln. Ja, Dicktree ist nämlich sehr effektiv gegen Slimer. Ne? Dann hat er natürlich eine Attacke, die daneben geht. Und wir haben uns entschieden, gestern war ja Halloween, da haben wir gesagt, für meinen Geburtstag am 4. November machen wir einen halbstündigen Part. Wir haben uns entschieden, der Part wird genau eine Stunde dauern. Was war hier nicht schon? Doch. Ich schwör, der wird genau eine Stunde dauern. Und Smogmog. Du hast Jordan auch gekauft. Ja. Ja. Wer ich? Ja. Ja, ich. Was heißt Dreckspieler? Halt hier eine Ray, Sarah, Yoda. Aber, was den geilsten Spieler von Overwatch? Shahin. Ja. Das war absolut der Lieblingsspieler. Alter, Smogmog. Den kann ich gar nicht mit einer Bodenattacke angreifen. Warum geht das nicht? Was Smog? Smog. Der fährt doch Schwebe als Fähigkeit. Ja, woher soll ich das denn wissen? Hab ich doch gerade gesagt. Und warum geht mein Attacke Felsgrab denn immer daneben? So, jetzt bin ich auf jeden Fall tot. Obwohl, nee. Glück gehabt. Bitte Felsgrab, jetzt bitte. Nein! Alter, wie viel will der meine Genauigkeit noch senken? 22. Ach, jetzt trifft Felsgrab, komm. Tot. Verdammt. Warum? So, jetzt bin ich tot. So, was kann ich denn jetzt noch gegen Smogmog nehmen? Porygon ist eingeschlafen, Rüdiger hat nur noch 1 KP. Dragonier, komm. Ja, Dragonier. Dragonier macht das schon. Nein. Dragonier ist vergiftet. Nix yay. Doch yay. Dragonier killt jetzt erstmal Smogmog. Alter! Erstmal 1838 Erfahrungspunkte gekriegt. Das darf nicht wahr sein! Hurensohn! Ah ja. Oh, ich will kein Latt. Gegen die Viecher hier, gegen die Typen kämpfe ich nachher offscreen. Wenn ich halt. Ihr wisst schon. Wenn ich offscreen mal ein bisschen trainieren möchte. Ich hoffe, ich muss hier rein. Was ist denn da oben? Hallo, erinnerst du dich an mich?
Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Epee Tyler. Warum bist du gerade so leise? Ich? Ja? Ich bin nicht leise! Ja, okay, jetzt geht. Ja, toll! Ich schreie euch die ganze Zeit, ihr Bitchen! Ja, Fuxania City! Da unten Pokémon Center. Komm ich da hin? Achso. Da ist auch die Arena. Ja. Die machen wir definitiv im nächsten Part, das weiß ich. Die fange ich jetzt in diesem Part nicht an. Nicht? Wie lange geht der denn schon? 6 Minuten. Ich krieg. Darum nicht. Was die anderen haben wir jetzt aber lange geworden, was? Koga. Giftig. Das ist die Giftarena. Ja, da musst du auf jeden Fall den Bimbo vorstellen, wie heißt er? Unser Aberliebling, der 3-Pimmel-Kopf. Dickdri. Sag ich doch. 3-Pimmel-Kopf. Dickdri. Erik. Wo ist Sarah? Ich wollte sich mit mir. Sie ist so geil. Ey, hier ist ein Zoo. Das ist ein Voltoball. Hier ist ein geiler Zoo. Mal gucken, was ich so geiles kaufen kann. Ja, aber der Zoo ist nur in dem Remake geil. In echt sieht das nur Pinselmaschine an. Hyperball. Klatschige Tierquälerei. Hyperheiler. Topschutz. Ich glaube, ich hole mir erstmal so ein paar Hyperbälle. Wie viel Geld hast du denn? 825.000. Das sollte jetzt hier gerade nicht sein. Was? 825.000? Ja, ich weiß nicht warum. Alter! Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Soll ich auch da oder was? Ja. Ja, dann kaufe ich mir einfach jetzt 99 Hyperbälle, oder? Kostet 118.800. Aber kein Hypertrank gibt es hier. Ja gut, Supertrank. Bisschen so. 21 so. Passt schon. Safari-Spiel. Safari-Spiel Pokémon fangen. Ach, hier ist die Safari-Zone oder was? Ich glaube nicht, oder? Warte. Ich guck mal an. Müsste. Das ist, glaube ich, sogar die Safari-Zone hier dann. Mein PC funktioniert mittlerweile wieder. Komm, ist auch ein Tag her. Willkommen in der Safari-Zone. Okay, hier ist die. Für 500 Punkte darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du willst. Ja, nee, ist da. Ach, weißt du was? Weißt du was? Dann machen wir jetzt in diesem Park die Safari-Zone noch. Und den nächsten machen wir den Park für die Arena. Ja, genau. Gut, und übernächsten ist denn schon Biggest dran, oder? Ich habe 30 Safari-Bälle, okay. Ja. Oh, Nidoran. Nidoran männlich. Muss ich denn auch vorher noch trainieren? Ich hab schon Lappen. Ja, und bei Tim, ne? Der fängt jedes Pokémon in One-Hit und bei mir befreit sich Nidoran, ne? Ja, aber Smaragd ist auch was anderes. Hast recht. Die Editionen wollen ja von Mal zu Mal immer einfacher. Ja. Die geilste ist aber die dritte.
Ja. Boah, nein, Alter. Verarschen. Ich will Nidoran männlich jetzt haben. Trainiere ich dann nämlich offscreen. Zum Nidoking. Ja. Der Bäcker ist ja dann richtig nice. Ja. Also gleich mal Nidoking. Wollte zwar ewig dauern, das zu. Nee, erstmal habe ich Nidorino. Ja, aber ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt für Nidoran gefangen. Seine großen Ohren schlagen wie Flügel. Flügel, ja, scheiß drauf. Spitzname. Nein. Nee, der kriegt keinen. Hauptsache ich kann die Safari-Zone überhaupt machen. Oh, Owei. Braucht kein Mensch. Man braucht nichts aus der Safari-Zone wirklich. Außer Nidoran vielleicht. Oh, das ist geil. Rihorn. Das fange ich noch. Einfach nur so, weil Langeweile. Bringt aber nicht wirklich. Ja, aber ich darf doch fangen, oder? Zumal ich hab's jetzt in One-Hit gefangen, also. First Try. Und ich bin nicht so wie Tim, der die Speed-Taste benutzt. Ja, aber die Situation hat wirklich was gebracht. Weißt du, Maragd? Nein, ich wollte kein Pokéball werfen. Ich will Nidoran nicht nochmal fangen. Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich zwei Nidoran männlich. Super, das kannst du jetzt aber an alle Penetrator nennen. Wer ist das gerade wirklich so? Geht nicht. Zu wenig Platz, ne? Ja. Ich lasse es einfach bei Nidoran. Ich wollte das. Ich schwöre, ich wollte das eigentlich nicht fangen. Nein! Nicht schon wieder Safari-Ball werfen! Ah, gut, er hat es nicht gefangen. Nidoran männlich beobachtet alles aufmerksam. Was? Owei. Schon wieder Owei. Nein. Hahaha. Und ich werfe natürlich einen Pokéball, wa? Einen Safari-Ball, meine ich. Und fang das Teil auch noch. Ich spast fangen, Owei. Nee, kein Spitzname. Und fangen. Hey, Sigigo ist schon bei 1200. Boah, ich gehe jetzt in einen anderen Teil der Safari-Zone. Mal gucken, ob hier was anderes geht. Ja, Nidoran weiblich, das möchte ich dann auch fangen. Dann habe ich beide. Ja. Ja, hab's gefangen. Jo. Ja. Du, 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 du. Du, du, du. Nein, ich will die noch nie daran haben. Wie geil. Jetzt habe ich drei Nidorans.
Ja. Ich habe Blattstein gefunden. Und Krebs. Blattstein? Wenn du Sonnenkern findest in der... Sonnentag. Was? Sonnentag. Ja, wenn du Sonnenkern findest, kannst du das... Verdammt. Sonnenflora. Ja. Und so ein Flora ist sexy geil. Also nicht sexy, sondern geil. Top-Genesung habe ich gefunden. Cool. Ja. Oh, oh! Nidorino gefunden. Nidorino. Versuche ich das doch direkt zu fangen, oder? Nein! Ah, fast geklappt. Und jetzt ist das natürlich geflohen, das Arschloch. Schade, sonst hättest du nicht so lange trainieren müssen. Ja. Weißt du, was ich tun habe? Ja. Das ist nämlich sehr viel Arbeit, das wisst ihr ja. Ja. Willst du dir das mal irgendwann erzählen, wie viel Arbeit das ist? Ja. Ja, vielleicht am Ende des LPs vielleicht. Okay. Nein, ich will doch kein Nidoran haben. Wenn dann Nidorino. Obwohl du so ein Pokémon bist. Ja, genau. Jetzt Nidoran fangen. Hä? Das Trainieren fällt dir, obwohl du ein Pokémon bist, voll erreicht. Fuck yeah. Da unten ist auch noch ein Item. Wie viel? Oh. Parasek. Am 13. Oktober ist der Welt-Eiertag. Hier ist ein Parasek. Der Scheiße. Kannst du aber trotzdem fangen, wenn du Pokédex kannst. Ja. Ich bin auch gerade dabei, den zu fangen. Okay. Ne, der will nicht gefangen werden. Und es flieht. Okay. Sollt doch fliehen. Oh, ein Paras. Sieht voll niedlich aus. Naja, ich kenne den Sprite von meiner Rot nicht. Top-Trank. Also hier kann man einiges finden, ne? Was bedeutet eigentlich Stein? Wenn ich Stein werfe, bringe ich damit das Pokémon um, oder was? Mit Köder? Ja, weiß ich nicht. Hebe 6000, Alter! So viel war eigentlich auch nicht mehr. Hast du für den so viel... Steht da, oder was? Ja, er steht gerade bei so viel. Er ist noch nicht mal zu Ende. Hm. Ja, der ist gut. Ein Kangama. Das ist krass. Krass hässlich, aber krass stark. Ah, schade, fast gefangen. Und jetzt ist es geflohen, war klar. Ah. Krasser Hase. Oh nein. Ah, verdammt. Ich dringe immer tiefer ein in die Safari-Zone. Hey, hier ist ein Pokéball. Flinkklaue. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Wie viele Schritte darf ich eigentlich gehen? Durchsage, Gong. Die Zeit ist um. Genau bei 20 Minuten. Ha, genau bei 20 Minuten.
War die Jagd erfolgreich? Such uns bald wieder. Ja gut, war sie. Ich trainiere dann halt offscreen Nidoran. Aber natürlich nur den von den dreien, der die beste Werte hat. Ist klar. Ja. Lohnt sich am meisten dann, oder? Und Nidoran weiblich trainiere ich auch einfach mal, bis sie sich entwickelt haben. Ja. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.